Saalfeld, ich weiß ganz genau, wie viel Ärger ich Ihnen zusammen mit Herrn Klinker-Emden gemacht habe. Und ich schäme mich dafür. Aber Sie müssen mir glauben, ich war auch ein Opfer. Ein Opfer? Ja. Ich habe mich von Maxim blenden lassen. Hätte ich gewusst, was für ein Betrüger ist, hätte ich ihm natürlich nie geholfen. Aber ich bin auf ihn reingefallen. Aber das wird nie wieder vorkommen. Na, das hoffe ich auch für Sie. Ja. Ich will auch nicht alles auf Maxim schieben. Ich habe natürlich auch Fehler gemacht. Aber umso mehr freue ich mich, dass Sie so großzügig sind, mir noch eine zweite Chance zu geben. Sie werden es nicht bereuen, Frau König und ich. Wir werden uns wunderbar ergänzen. Und ich habe mir sogar schon ein paar Gedanken gemacht, wie man die Aufgaben der Geschäftsführung aufteilen könnte, wenn Sie sich das mal anschauen möchten. Interessant. Ja, nur so ein paar Ideen. Ich war ja schließlich schon mal Geschäftsführerin hier am Fürstenhof. Alles sehr beeindruckend, Frau Engel. Aber ich glaube, hier gibt es ein kleines Missverständnis. Ich habe nicht vor, Sie als zweite Geschäftsführerin neben Frau König einzustellen. Aber Sie haben mich doch hierher bestellt, um mir eine Stelle anzubieten. Das ist richtig. Aber nicht als Geschäftsführerin, sondern als Zimmermädchen. Hallo. Ich habe frischen Kaffee aufgesetzt. Herr Bach? Ist alles okay mit Ihnen? Nichts ist okay. Was ist denn los? Ich will Sie nicht mit meinen privaten Problemen nerven. Vielleicht kann ich ja helfen. Das glaube ich kaum. Aber mir platzt bald noch der Kopf, wenn ich nicht mal mit irgendjemandem darüber reden kann. Ich bin so ein Idiot! Mann! Warum denn? Elena, sie ist eine wunderbare Frau und sie hat ein Herz aus Gold. Sie war die ganze Zeit an meiner Seite, als ich im... Sie ist die tollste Frau der Welt und trotzdem, ich muss die ganze Zeit an Theresa denken. Ich weiß auch nicht, was das ist. Magie? Zauberei? Aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, da fühle ich mich zu ihr hingezogen. Jetzt halten Sie mich bestimmt für ein ganz mieses Schwein. Nee, ich finde das eigentlich ganz logisch. Es war ja klar, dass Sie... Wieso war denn das klar? Frau Heidemann. Was verschweigen Sie mir?